Willkommen aus München bei LG sind mit dem V10 hier auf der rechten Seite und links haben wir ein G4 von den Kollegen von Übergizmo. Beide schicke Geräte, ein bisschen unterschiedlich in der Größe, weil 5,5 Zoll gegen 5,7 Zoll, beziehungsweise wir haben hier sogar noch ein 2,1 Zoll Display hier oben noch mit dazu, was natürlich super ist für extra Apps, wie ihr es hier zum Beispiel sehen könnt. Die Rückseite zum Beispiel hier noch aus Leder konnte man hier wechseln und diverse andere Dinge auch. Und auf der Rückseite sehen wir dann die Ähnlichkeit, aber auch die Unähnlichkeit, denn wir haben hier zwar die gleiche Kamera drin und die gleichen Sensoren wie Blitz und Lichtspektrum und Laser, aber zum Beispiel hier ist ein Fingerabdruckleser jetzt drin, was wir vorher nicht hatten. Und natürlich, wie gesagt, bei beiden kann man die Rückseite wechseln. Und hier, da sehen wir es nochmal ganz deutlich, dass es größer ist, das V10 durch den größeren Bildschirm. Aber akkutechnisch haben beide 3000 mAh Micro-SD, ist bei beiden wechselbar oder erweiterbar und auch Nano-SIM bei beiden Single-SIM. Der Lautsprecher ist jetzt hier beim V10 allerdings unten angelegt und dadurch, dass wir die Gummirückseite haben und generell eine etwas robustere Form, könnte man fast schon sagen, oder eine Bauweise, kann man das auch fallen lassen aus bis zu 1,5 Metern. Und jetzt legen wir einfach beide mal aufeinander und schauen die Dicke an, beziehungsweise die Form, wie ihr sehen könnt, auch ziemlich ähnlich, denn eigentlich intern sind sie eigentlich gleich gebaut. Wir haben bei beiden einen Snapdragon 808 Prozessor, 3 GB RAM beim G4 und 4 GB RAM beim V10. Also da ist das V10 etwas überlegen. Wahrscheinlich braucht der zweite Bildschirm einfach noch mal ein bisschen mehr Power. Schauen wir noch mal bei beiden, die Bildschirmhelligkeit habe ich auf 40% gestellt und wie man gut erkennen kann bei beiden, die IPS-Technologie schaut wunderschön aus und lässt sich hier nicht stören bei Aktivitäten. Das V10 liegt ein bisschen stabiler auf dem Tisch, wie ihr schon merkt. Hier das wackelt ein bisschen, das G4 aber natürlich auch beide mit Double Tap bedienen war, wobei per Double Tap hier dann zum Beispiel noch die Uhrzeit und weiteres angezeigt werden kann und wie auch hier die zweite Kamera noch haben bei dem V10, die eine bessere Frontkameraleistung ermöglicht. Schauen wir uns mal die Frontkamera an, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir jetzt den weiteren Winkel eingestellt. Bei beiden haben wir jetzt 8 Megapixel, wenn ich bei beiden nur die Single-Kamera auswähle. Hier ist der Weitwinkel dann gar nicht so gut, aber wenn ich den auf den Dual-Camera-Mode schalte, wo noch die zweite 5 Megapixel-Kamera dazukommt, seht ihr, hier ist dann viel mehr Platz über mir und auch in die Breite. Also das ist natürlich wirklich nicht schlecht durchdacht hier von LG. Drehen wir beide Kameras mal wieder um und dann mache ich mit beiden ein Foto hier von meinem Drink, den ich hier trinke, ein Moskau Mule. Ganz spontan ein Foto schießen und aus der gleichen Position hier auch ganz spontan ein Foto schießen bzw. kein Video. So, und dann schauen wir uns beiden das Ergebnis an. Natürlich richtig gedreht. Gleiche Bildschirmhelligkeit und die schauen ziemlich gleich gut aus, wobei das LG V10 hier ein bisschen unschärfer ist, wenn wir auf den Text reinzoomen. Das kann aber daran liegen, dass ich einfach den Fokus nicht lang genug in der Hand gehalten habe. Was aber ein großer Unterschied ist, das kann ich euch gleich zeigen, wenn wir hier einmal zurückgehen, dass wir hier jetzt noch weitere Funktionen haben, wie zum Beispiel den Manual Video Mode, wo ich im UHD-Videomodus jetzt zum Beispiel auch die manuellen Geschichten drin habe. Wir sehen zum Beispiel Lautstärkeregler hier oben und alles Mögliche, was man einstellen kann. Das gibt das normale G4 hoffentlich auch demnächst noch, aber ich denke nicht, denn es ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, wofür man gerne 650 Euro ausgibt, statt aktuell nur 400 bis 300 Euro bei dem LG G4. Mehr will ich gar nicht zeigen, das war ein ganz kurzes Hands-on mit Vergleich. Ich kann auf jeden Fall beide empfehlen, wenn ihr ein Gerät haben wollt, das ein bisschen rugged ist, also was man auch mal fallen lassen kann und ansonsten ein paar neue coole Kamerafunktionen hat, holt euch das LG V10. Das kann man auf jeden Fall empfehlen, auch als Hingucker mit natürlich vielen coolen Funktionen. So, mit Fingerprint Reader, Dual-Kamera und vor allem diesen zweiten Bildschirm, den sieht man wirklich in keinem anderen Handy auf der Welt bisher. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr das geschaut habt, bis zum nächsten Mal.